Ich stelle erstmal das Panel vor, ganz zu meiner Rechten, Ihrer Linken. Wir hatten das mit dem, von welcher Seite guckt man. Frau Dr. Rahemipur, sie ist Direktorin des Instituts für Museumsforschung. Und ich bin sehr froh, dass sie heute zum ersten Mal hier auch in dieser Runde ist. Dr. Heumann war schon öfter bei uns. Präsident des Bundesarchivs, Frau Niggemann muss ich nicht vorstellen, John Weizmann war auch schon hier auf dem Panel. Ich fange an mit einem Paradoxon. In der ganzen Vorbereitung dieser Konferenz war wirklich alles getragen von diesem Wunsch, wir wollen mal so pragmatisch, wir wollen auf die Lösung, das Kleine, was man machen kann. Wir wollen aufhören mit diesen Grundsatzdiskussionen und immer wieder ums Recht und immer wieder ums Urheberrecht. Und das ist ja irgendwie, wir wollen doch mal endlich wirklich die Sachen machen. Und jetzt gucke ich zurück auf 2 Tage und wir sind immer wieder doch zum Recht gekommen. Und das ist insofern interessant, weil ich das Gefühl habe, gerade macht sich eine Tür auf, eine Tür nämlich dazu, dass Rahmenbedingungen neu gesetzt oder verschoben werden können und damit auch die Spielräume für pragmatische Lösungen sich ändern. Meine Frage jetzt in die Runde, und da bitte ich jedem kurz etwas zu sagen, sehen Sie das auch? Ist es im Grunde so, dass im Moment für uns, die wir für kulturelles Erbe Verantwortung übernehmen, sozusagen der Fußball auf dem Elfmeterpunkt liegt und wir jetzt sehen müssen, ob wir diesen Freistoß verwandeln können oder verlieren wir uns dann nur in den immer wieder doch recht mühsamen Diskussionen, die wir in den letzten Jahren auch schon hatten? Wie sehen Sie das? Danke. Ich habe mich das auch gefragt, um ehrlich zu sein. Und zwar, ich finde das Motto der Tagung großartig. Also Pragmatismus in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, wie können pragmatische Lösungen aussehen, macht ja auch die Wege kürzer. Das führt dazu, dass man auch mal was sieht, was ja auch intrinsische Motivation fördert und so weiter und so fort. Und dennoch glaube ich, dass viele Menschen, die in kulturellen Institutionen arbeiten und damit auch eben für kulturelles Erbe verantwortlich sind, sind einfach Wissenschaftler, sind wissenschaftsgetrieben. Das heißt, wir haben auch eine gewisse Freude an Diskurs und eine Freude an den neuen Rahmenbedingungen und was uns aufs Neue irgendwie begegnet und wie wir damit umgehen können. Und vielleicht ist es eine Mischung aus beiden. Also den Elfmeterpunkt irgendwie im Auge zu haben und zu sehen, irgendwie, ich könnte jetzt losschießen, aber trotzdem nochmal ganz wissenschaftlich die Möglichkeiten und Grenzen abzuwägen und vielleicht auch für sich selber eine ganz persönliche Entscheidung zu fällen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine liquide Form der Meinungsfindung, die ich sehr, sehr, also ich finde es bereichernd, dass man da in der Diskussion bleibt und dass man nicht sagt, okay, jetzt haben wir es vor Augen, jetzt machen wir einfach nur noch. Ganz konkret und pragmatisch, wir haben das ja vorhin gehört, im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz weiß man noch gar nicht so genau, wie jetzt diese Details beim kulturellen Erbe eigentlich zu bewerten sind. Ist da nicht eine Aufgabe für uns, da noch mehr auch an Informationen zu geben und noch mehr einfach zu schildern, wo da die Probleme sind? Und gibt es da konkret etwas, was Sie sich vorstellen können, was wir da noch mehr machen? Also ich denke auch, dass wir maximal in Beratergremien vertreten sein müssen, um eben sichtbar zu machen, wo es für uns auch, also wo für uns auch die Reise hingeht. Also in unseren Herzen schlagen ja, in unserer Brust schlagen ja häufig 2 Herzen. Das eine, das sagt irgendwie, ich möchte das zugänglich machen, ich möchte gerne, dass Leute damit arbeiten können, dass es eine Rückmeldung aus der Öffentlichkeit gibt. Wir haben eben gehört, wie toll partizipative Projekte da auch ausgerollt werden können.
und auf der anderen Seite eben dann auch die Verantwortung, da niemanden zu übergehen und ich sage es mal ein bisschen flapsig, nicht das Geld in den Mittelpunkt zu stellen, sondern vielleicht auch die Leute, die die Fotos gemacht haben. Also ich glaube, da sind wir immer am Abwägen. Wichtig ist, dass man gehört wird. Wichtig ist, dass es Institutionen gibt, die zu Rate gezogen werden und die sagen, das ist unser persönlicher Need und danach, wir können nicht arbeiten. Also ihr macht uns arbeitsunfähig in dem Moment, wo ihr in die Richtung geht und wir werden arbeitsfähig in dem Moment, wo ihr mehr in die Richtung geht. Ich glaube, dafür sind dann auch solche Konferenzen da, dass man da vielleicht nochmal zusammenträgt und das dann auch geballt weitergeben kann. Vielen Dank, Herr Hollmann. Sie gehören, Sie sind Präsident der Institution, die ich am Anfang gelobt habe in meiner Eröffnung, weil Sie zu den wenigen aus unserem Bereich gehörten, die sich am Konsultationsprozess zur Umsetzung der Richtlinie beteiligt haben. Meine Frage an Sie, wo sehen Sie die Chancen von pragmatischen Lösungen, die sich jetzt möglicherweise eröffnen, durch die Veränderung dessen, was wir an Rahmen haben? Naja, die Chancen pragmatischer Lösungen bestehen für mich zunächst einmal darin, an vielen Stellen zu zeigen, dass es vielleicht gar kein Problem gibt. Denn wie oft versuchen wir natürlich, die Dinge von den Rändern her zu denken und sobald wir etwas Neues vorhaben, immer die Risiken abzuschätzen. Man muss ja immer sagen, was unseren Kontext, jetzt einen behördlichen Kontext angeht, ist ja das Synonym für Risikobereitschaft, grobe Fahrlässigkeit und dementsprechend auch immer entsprechend problematisch. Von daher müssen wir natürlich versuchen, die Risiken abzuschätzen und kommen ganz oft für uns als Institution dazu, dass es eigentlich gar kein Problem gibt, aber stoßen dann mit Institutionen zusammen, wie den Datenschutzbeauftragten oder auch Verbänden, die auf einmal dann die Möglichkeit eines Problems sehen und dann vielleicht sogar eine Sache verhindern. Also das ist immer wieder ein Drahtseilakt, den wir da mitmachen müssen und dass wir natürlich unsere Risikobereitschaft begrenzen auf das, was wir tatsächlich tragen können, beziehungsweise was meine Diensthaftpflicht hergibt. Das ist am Ende eine Randbedingung, die wir nicht ganz außer Acht lassen können. Ja. Elisabeth Niggemann. Wir haben über den Lizenzierungsservice der vergriffenen Werke mehrfach gesprochen hier. Ist das nicht im Grunde eine wunderbare Bestätigung der Politik des Hauses, dass im Grunde dieser Weg jetzt nicht nur bestätigt, sondern auch verstärkt wurde? Und was wird sich dort, was bringt auch die Zukunft? Also zum einen muss ich sagen, es ist ja nicht nur die Politik des Hauses, sondern dass es zu dieser Regelung über vergriffene Werke in Deutschland gekommen ist, lag daran, dass sich eben die verschiedenen Repräsentanten zusammengesetzt haben und gemeinsam etwas wollten. Und es klar war, da gibt es einen Konsens für eine Lösung. Und auch, dass wir das für die Periodika noch nicht haben, liegt daran, dass es da noch keinen Konsens gibt, obwohl es eine gesetzliche Regelung dafür gibt. Also es kommt beides immer zusammen. Man braucht einfach diesen Dialog, dieses Konsensfinden mit den richtigen Menschen. Und auch das haben wir, glaube ich, auch wieder hier heute auf der Tagung gesehen und gestern. Es hängt ganz oft ganz viel an einzelnen Menschen, ob sie da sind oder nicht da sind und ob man mit denen als Partner im Dialog auch wirklich weiterkommt. Also ganz wichtig, es ist immer dann ein gemeinsamer Erfolg, den man da hat. Und dass es jetzt noch einen Schritt weitergegangen ist mit der Richtlinie, das ist natürlich großartig. Und ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich Tag für Tag darüber freue und wie dankbar ich bin, dass das so ist. Aber es gibt ja eben noch mehr Dinge, die sich entwickelt haben, dass wir Text- und Data Mining jetzt wirklich tun dürfen. Vor 2 Jahren hätte ich das nicht gewagt und jetzt können wir einen DFG-Antrag für NFDI stellen und das sind einfach Schritte, die jetzt gekommen sind. Ja, der Fortschritt ist eine Schnecke und manchmal muss man unendlich lange warten, aber dann kommt er und dieses Mutmachen, das habe ich hier eben auch diese 2 Tage so stark gespürt. Mit solchen kleinen Beispielen kann man eben immer wieder sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich daran, immer wieder zu kratzen und immer wieder zu versuchen, dahin zu kommen. Und das wäre auch das, was ich nochmal verstärken möchte. Also danke für eine Plattform,
auf der man sich wechselseitig Mut machen kann, auch wenn es manchmal das Pfeifen im Dunkeln ist. Aber ne, Mut machen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das fand ich hier großartig. Und das andere, was ich auch großartig finde, wir haben als Bibliothekare in meiner Generation gelernt, Urheberrecht, das ist über einen Kopierer so ein Schild hängen. Kopieren darf man nur und so weiter und das ist es. Mehr braucht man nicht darüber zu wissen. Das ist Schnee von gestern. Und eine solche Veranstaltung mit dem, was Paul Klimpel immer das Schwarzbrot nennt, das ist einfach sehr, sehr nützlich. Wir lernen alle dabei wieder, wo sind die Lücken, die man vielleicht kreativ nutzen kann, um wieder ein Schrittchen weiterzukommen, wo sind Partner, wie haben es andere geschafft. Wir müssen lernen, mit rechtlichen Rahmenbedingungen kreativ, sportlich umzugehen. Und auch dafür sage ich Dankeschön. Schanu Weizmann, worin siehst du neue Chancen für pragmatische Lösungen an? Oder gibt es irgendeine interessante, neue, pragmatische Herangehensweise, die hier heute oder gestern oder die letzte Zeit aufgetaucht ist und die sich jetzt ergeben hat, die man weiter ausführen kann aus Sicht von so einer großen Institution, auch wie der Wikimedia, wo ja doch ganz viel auch an innovativen und partizipativen Herangehensweise dranhängt. Ja, ich versuche jetzt dem noch was hinzuzufügen, was schon gesagt wurde. Also aus Wikimedias Sicht ganz, ganz klar, wir haben den Artikel 14 hier heute schon durchgekaut. Das ist eine tolle Sache. Das hat allerdings weniger was mit einer pragmatischen Lösung zu tun, als mit einem ganz klar geänderten Rechtsrahmen. Insofern würde ich das da nicht drunter fassen. Ich glaube eher, dass in dem Bereich der erweiterten Kollektivlizenz, da sind jetzt pragmatische Dinge möglich, wenn die Verwertungsgesellschaften ihrer öffentlichen Rolle auch gerecht werden, also in dieser mehrseitige Rolle, die sie haben gegenüber den Kreativen, genauso wie gegenüber der Allgemeinheit. Das hat Potenzial. Aber jenseits dessen fürchte ich, ist das, was Sie gesagt haben, immer noch der Fall, dass die Bremser aus unserer Profession vor allen Dingen, also der Juristen und Juristinnen, dass die dafür sorgen, dass es jetzt nicht einfach ein Elfmeter ist, der da irgendwo verwandelt werden muss, sondern das, was jetzt geöffnet wurde, so an einigen Möglichkeiten, ist allenfalls aus meiner Sicht so die Hälfte vielleicht, 50%. Und der Rest, da wird man eben weiterhin mit denen umgehen müssen, die immer nur das Risiko sehen, die auch nicht bereit sind, eine Risikobewertung zu machen und zu sagen, das gehen wir jetzt ein, das ist pragmatisch sinnvoll, das lohnt sich, sondern die immer nur sagen, nein, nein, nein. Das wird es leider weiterhin geben und deswegen das, was Frau Niggemann sagte, ist umso wichtiger, dass der Mund aufgemacht wird, dass eingefordert wird, dass eine Lösung herkommt, dass man nicht einfach immer sagen kann, nee, geht nicht, wenn die Institutionen nicht mehr arbeiten können, dass das artikuliert wird. Ohne das werden sich dann am Ende doch wieder meine Kolleginnen und Kollegen durchsetzen und alles Mögliche verhindern und das wäre schade. Danke. Ich muss ja sagen, ich war gestern Abend oder gestern Nachmittag auch erstaunt, was für ein doch im Grunde auf Konsens oder auf Verständnis ausgerichteter Geist hier auf dem Panel mit den Verwertungsgesellschaften geherrscht hat, wo ja doch alle irgendwo gesehen haben, vielleicht gibt es neue Möglichkeiten. Wir haben die Nationalbibliothek und da einen Lizenzierungsservice als ein Role Model für den Buchbereich. Herr Hollmann, könnten Sie sich vorstellen, dass man ähnliche Dinge auch errichten kann für Materialien, für Archivarien, wo die Rechteklärung unglaublich schwierig ist, die kommerzielle Interesse oder die Relevanz aber verschwingend gering. Ich denke an etwas wie Broschüren, ich denke an etwas wie Flugblätter, wie Schützengräbenzeitungen wurden gestern genannt. Also diese Dinge, die ohne jede kommerzielles Interesse und auch nie zur Vermarktung gedacht waren, aber die natürlich kulturhistorisch
extrem wichtige Zeugnisse sind. Man kann sich jetzt überlegen, ob man das sozusagen als einem erweiterten Schriftgut-Buchbegriff ähnlich behandeln sollte wie die Bücher, oder ist es eher etwas, was in einem archivarischen Zusammenhang zu sehen ist, und könnte man sich vorstellen, da etwas Ähnliches aufzubauen für diesen Bereich? Das wäre dringend wünschenswert. Viele von diesen Problemen, die Sie gerade genannt haben, waren ja bisher nicht wirklich Probleme, denn Zugänglichmachung im Archiv, im Lesesaal, war ja erstmal für uns, zumindest als Institution, kein Problem, sondern war erst dann und dann für den Nutzer ein Problem, wenn er die Dinge darstellen wollte. Nicht einfach nur inhaltlich nutzen, sondern reproduzieren wollte. Heute wird das aber auch unser Problem, denn wenn wir sagen, dass ein großer Teil der Archivbenutzung sich auch in Zukunft immer stärker auch ins Netz verlagern wird, Stichwort digitale Verfügbarkeit von Archivgut, dann stoßen wir natürlich früher oder später auch auf diese Hürden, denn in den Unterlagen, die gegebenenfalls grundsätzlich frei sein könnten, und das heißt im archivischen Kontext zunächst immer erstmal, wir haben keine Personenschutzrechte und wir haben keine Schutzfristen verletzt, und dann stoßen wir immer noch über Fotos oder Broschüren dann auf einmal auf Material, das urheberrechtsgeschützt ist und eine neue Barriere auch der Online-Bereitstellung darstellen könnte. Das wäre für uns ein Segen, wenn es da zu Regelungen käme, die uns dann in jedem Einzelfall wieder vor einem Rechtsstreit bewahren würde. Da gibt es groteske Dinge. Im Moment gibt es ja vor allem Erben von Fotonachlassern zum Beispiel, die geradezu systematisch darauf hingewiesen werden, dass der Staat sie bestiehlt und sie von uns, wenn sie klagen, noch Millionen zu erwarten hätten. Vor kurzem habe ich eine Mahnung bekommen, weil wir einen Film nicht hinreichend lizenziert hätten, der uns gehört im Übrigen. Da ging es um 119 Millionen Euro, die jemand gerne dann jetzt von uns gehabt hätte. Also das schießt völlig ins Kraut, was die Erwartungen angeht. Und wenn dann bei meinen Kolleginnen und bei meinen Kollegen, ja nicht nur in unserem Haus, sondern in vergleichbaren Häusern auch, solche Dinge dann aufschlagen, dann wird man erstmal wieder vorsichtig. Und da würde dann eine vernünftige Regelung und auch in der Art, wie das mit Verwertungsgesellschaften möglich wäre, würde uns zumindest den Rücken wieder so freischaffen, dass wir wieder Mut zum Risiko haben könnten. Ich habe dazu auch noch was zu ergänzen an der Stelle. Wir haben tatsächlich im Zuge auch dieser ganzen Auseinandersetzung der letzten zwei Jahre ums Urheberrecht, da sind Kontakte entstanden und Gesprächslinien, gerade mit den Verwertungsgesellschaften, die es so vorher nicht gab. Und da sehe ich Potenzial vielleicht auch jenseits des strengen Rechtsrahmens, beispielsweise bei der Frage, können wir zeitgenössische Kunst zukünftig auch in den Wikimedia-Projekten sichtbar machen? Im Moment ist das so, wenn man bei Gerhard Richter schaut, auf seinem Wikipedia-Eintrag, dann sind da lauter so leere Rahmen mit einem Link auf Gerhard Richters Website, wo dann ein paar Bilder von ihm zu sehen sind. Das ist misslich, das wissen wir alle, die meisten Leute sehen das dann nicht, also das Bewusstsein ist geschwächt dadurch, die Menschen schauen sich das nicht an, die wenigsten folgen diesen Links. Und da sind jetzt, auf einmal haben sich da Möglichkeiten ergeben, also ich kann jetzt hier nicht in die Details gehen, aber das war vorher einfach nicht denkbar vor wenigen Jahren. Und da bin ich dann doch wieder hoffnungsfroh, eben wie gesagt, unter der Bedingung, dass alle ihren Auftrag ernst nehmen und eben nicht nur einseitig immer entweder ans Geld oder immer nur an die Interessen der Urheber oder nur an die Interessen der Nutzer denken, sondern das zusammenwerfen. Ist natürlich dann nicht hilfreich, wenn derartige Summen aufgerufen werden, um Druck zu erzeugen, aber ich hoffe, dass das vielleicht auch nicht die Regel ist, sondern nur der absurde Ausnahmefall. Da sind wir jetzt auch, glaube ich, gefordert, entsprechend den öffentlichen Diskurs am Laufen zu halten und zu zeigen, nein, es ist nicht Sinn und Zweck gesetzlicher Regelungen, das kulturelle Erbe zu zerstören. Das ist es eben nicht. Und wenn wir das machen, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
Ich muss auch noch mal obendrauf ergänzen. Wir ergänzen uns jetzt hier die ganze Zeit. Ich glaube, bei Richter ist es natürlich, da hat man, glaube ich, da sind die Summen noch mal andere, oder? Nein, ganz im Ernst. Was ich schön finde an dieser Debatte und was sich wirklich verändert hat, aus meiner Sicht in den vergangenen Jahren, ist tatsächlich diese, es gab eine ganze Zeit lang diese Bewegung, die Nutzer wollen das. Das Ganze muss digital sein, das muss verfügbar gemacht werden und das muss, irgendwie müssen wir das mit den Rechten hinkriegen, damit wir das auch leisten können und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, den Eindruck, dass die Institutionen das mehr und mehr auch als eigenen Mehrwert wahrnehmen. Und ich glaube, das ist auch das, was die Bewegung in das Thema bringt. Also das ist das, was den entscheidenden Unterschied macht. Also man wird nicht mehr von außen durchs Dorf getrieben sozusagen als Einrichtung, sondern man sieht, es hat auch von innen heraus, es tut was für mich. Also ich kann mich verlinken, ich bin auf größeren Plattformen sichtbar, ich hole damit Leute rein, von denen ich ja tatsächlich auch, also jetzt nochmal für die Museen gesprochen, wo ich auch den Auftrag habe, sie anzusprechen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist das, was den entscheidenden Unterschied in der Debatte ausmacht. Und wenn man damit nochmal, sagen wir mal, noch sichtbarer argumentiert auch und das noch sichtbarer mit in diesen Topf hineinwirft, kann man, glaube ich, auch noch mehr erreichen aus den Institutionen heraus, weil letztendlich wird die Community dann nie so gemeinsam auftreten können, dass da, also vertreten natürlich durch Projekte wie Wikimedia, aber die Community als Einzelpersonen, die sich irgendwie zusammenschließen, wird diese Kraft nicht aufbringen können und da sind wir natürlich in der Pflicht. Ja, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. In dem Maße, in dem wir Angst vor Kontrollverlust abbauen, das war ja bisher so, dass ja, die Institution mit ihren Inhalten auch kontrollieren und will auch den Zugang im Blick behalten, so wie wir unsere Angst davor abbauen, müssen wir Befürchtungen nähren, dass von anderer Seite dann andere Erwartungen damit konkurrieren. Und das wäre eine fatal, wenn wir in dieser Situation, in der wir gerade dabei sind, da die auch der Entwicklung nachzugeben, dann neue Bremswirkungen bekämen. Das Fatale ist ja, alles, was wir tun, damit laufen wir der Entwicklung hinterher. Das, was digitaler Wandel heißt, ist in einer Weise dynamisch, dass man sich überhaupt keine, also man sollte sich den Luxus von Visionen nicht mehr leisten, denn das, was man sich heute als visionär vorstellt, ist in 10 Jahren kalter Kaffee, spätestens in 10 Jahren. Also wir haben da gar keine Chance, das wirklich ganz sichtfest im Griff zu behalten und immer kontrollieren zu können. Aber das braucht dann ein Klima insgesamt, auch des Zutrauens zu den Institutionen, dass man auch sowohl von der Wissenschaft, auch von Presse und der journalistischen Seite nicht immer meint, wir wollten nur damit mit unserem Wissen, wir wollten es kontrollieren und wir wollten damit Geld verdienen. Das sind die meisten Institutionen, glaube ich, ganz weit weg davon, damit Geld verdienen zu können auch nur. Hier braucht auch aus diesem Kreis heraus eine Intensivierung dieses Klimas, eine Unterstützung dieses Klimas, dass freier Zugang, Age of Access hieß das vor Jahren, wir haben den Begriff eigentlich schon wieder fast vergessen, aber es bleibt das, es ist eigentlich ganz normal. Wir sind im Age of Access und jetzt haben wir uns endlich dahin aufgemacht und jetzt wieder mit neuen Schranken eingeengt zu werden, nicht im Schranken jetzt von Erlaubnis, sondern Schranken von Einengung, das wäre fatal. Ich blicke etwas geblendet in das ja immer noch recht volle Publikum und möchte schon nochmal die Chance auch geben, nicht nur wir sollen hier oben resümiert ziehen, sondern vielleicht gibt es ja auch noch Anregungen und oder Fragen und oder Bemerkungen aus dem Publikum. Dann bitte ich um Handzeichen. Ja, da. Ja, danke. Also ich finde den pragmatischen Ansatz fantastisch. Als Laie, Rentner, nicht mehr aktiv, habe ich diese Konferenz mit großem Interesse verfolgt. Eine Sache, die jetzt mit Pragmatismus wenig zu tun hat, aber immer noch die Frage ums Geld. Krankt die Digitalisierung nicht ein bisschen daran, dass man der Digitalisierung keinen Preistag anheftet? Im Zusammenhang mit Klima war in den Pausen auch die Frage, Digitalisierung kostet Energie. Ist man sich dessen bewusst, man kann heute kostenlos alles nutzen?
aber wenn ich die Bibliothek hier benutze, brauche ich einen Ausweis. Und ich mache das bewusst und bezahle dafür bewusst. Ich glaube, die Zeit, wo man glauben konnte, dass man für Inhalte, die nicht sowieso schon ganz stark in der Verwertung sind, also ich sag mal die Beatles, also Dinge, die nicht so verwertet werden, wie wir sie jetzt gerade verwertet sehen, dass man dafür Geld verdienen kann, die sind vorbei. Da braucht man auch nicht irgendwelche kleinen Summen für verlangen, das ist nur eine Hürde und das bringt letztendlich nur irgendwelche Zahlströme, die man dann auch noch verwalten muss, wo man wieder Personal für braucht. Also auch hier das Eintrittsgeld für diese Bibliothek finde ich grundsätzlich falsch und es wäre mein schönstes Abschiedsgeschenk, wenn das noch wegfallen würde. Ich glaube nicht, dass dieses kleine Geld für kleine Dinge irgendetwas nützt, sondern wir müssen den Zugang wirklich so frei wie möglich machen und frei eben auch finanziell machen. Und deshalb denke ich, dass das nicht die Münze ist, sondern ich würde gerade wieder den Nutzer gerne wieder reinholen und sagen, wir müssen jetzt nochmal ganz stark überlegen, wie wir dann eigentlich die Nutzung bewerten wollen, die wir für dieses Digitale, was wir verfügbar machen wollen als Kultureinrichtung, wie nutzen die Leute das? Das können nicht die Klickraten sein, aber was ist es denn? Wir werden diese Art von Münze, die müssen wir genauer definieren und damit müssen wir auch gerade stehen, um zu begründen, warum wir Geld in diese ganzen Projekte investieren, warum wir Lobbyarbeit betreiben, warum wir für etwas kämpfen, damit wir zeigen können, es wird ja gebraucht, es wird genutzt. Und diese Kriterien, die sind, glaube ich, darüber könnte man auch viele Konferenzen machen, weil das, glaube ich, noch nicht richtig klar ist, was wir da messen wollen. Ja, ich glaube auch, es wäre falsch, jetzt wieder Preisschilder anhängen zu wollen, denn das, was wir bereitstellen, ist ein allgemeines Gut. Und da die Hürden hochzulegen, wäre eigentlich gegen die Idee der allgemeinen Nutzung und der Fruchtbarmachung. Was man immer wieder sagen muss, wir reden gerne von kulturellem Erbe und ich kann das fast schon nicht mehr hören, diese Erbmetapher, weil sie immer nur von der einen Seite gedacht wird, wir müssen etwas vererben. Aber die andere Seite ist genauso wichtig, das Erbe muss auch angetreten werden. Und dazu gehört dann auch, dass eine Gesellschaft, also auch Politik, Institutionen wie die unseren, in die Lage versetzt, mit dieser Erbschaft verantwortet umzugehen und sie nicht nur wegzuschließen oder damit ja, restriktiv umzugehen. Und dazu kommt, wir verdienen ja noch nicht mal annähernd das Geld, das wir für unseren Unterhalt brauchen. Das ist, also Böckenförde sagt, der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht schaffen kann. Auch wir leben als Institutionen von finanziellen Randbedingungen, die wir selber nicht schaffen können. Und uns in diese Richtung ablenken zu wollen und unseren kulturellen Auftrag mit dieser Hypothek belasten zu wollen, würde uns, glaube ich, in die falsche Richtung lenken. Ich freue mich sehr, das zu hören. Ich wünschte, von Seiten der Museen wäre das in ähnlich klarer Weise formuliert worden. Leider habe ich in der Stellungnahme des Deutschen Museumsbunds zur Urheberrechtsrichtlinie nur die Furcht gelesen, dass man Stärken der Gemeinfreiheit möglicherweise Geschäftsmodelle gefährdet sieht. Das war die einzige Bemerkung des Deutschen Museumsbundes. Das ist in der Tat, glaube ich, auch eine falsche Prioritätensetzung. Wir sollten dieses öffentliche Gut zugänglich machen und wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir an kleinen Schritten dahin tun können und uns nicht verlieren in sozusagen in Krämerlogik. Schlussstatements sind ja immer ganz schwierig. Da muss man jetzt alles in einen Satz packen, was man schon immer sagen wollte. Nein, ich möchte mich nur noch einmal anschließen den Vorrednern, vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass ich auch, dass ich ganz stark die Meinung vertrete, dass man das
Kulturerbe, das man verwaltet, das, für das man beauftragt worden ist, ein Auge drauf zu werfen, dass das etwas ist, was der Öffentlichkeit gehört und dass wir da wirklich als Verwalter eingesetzt sind und dass wir auch diejenigen sein müssen, die dafür sorgen, dass das niedrigschwellig wird und dass das noch niedrigschwelliger wird. Also Gott sei Dank sind ja schon viele Gebühren abgeschafft worden. Ich glaube auch, es müssen noch mehr abgeschafft werden und es muss noch offener und noch freier werden, damit es auch wirklich wieder als, sagen wir mal, vielleicht auch Erbe eines Landes wahrgenommen wird, was auch bestimmte Denkprozesse wieder anregen könnte, die heutzutage, glaube ich, sowieso ein bisschen in Schieflage geraten sind. Und insofern danke ich, dass auch das Institut für Museumsforschung dabei sein kann, hier diesen Prozess mal weiter mitzuentwickeln. Fällt schwer, was zu sagen. In der Tat, für mich bleibt wichtig, es ist ein gemeinsames Erbe, dass wir, für das wir Verantwortung haben und dass wir für da, bei der wir die Rolle von Gesellschaft Erbe anzutreten auch übernehmen wollen. Aber wir brauchen dafür auf der einen Seite eine breite öffentliche Unterstützung, aber wir brauchen auch ein wenig Geduld all derjenigen, denen wir mit dem, was wir tun, nicht schnell genug sind. Und ich möchte vor allem gratulieren zu dem Thema für nächstes Jahr. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns da auch wieder wechselseitig Mut machen. Wenn wir mit der Deutschen Digitalen Bibliothek ein Zeitungsportal aufbauen, dann ist das genau ein Riesenthema, denn wenn man bisher Digitalisierungsprojekte hatte, zum Beispiel zu Nazi-Schrifttum, dann war das irgendwo konzentriert zusammen. Das konnte man edieren, da konnte man Einleitungen und Kommentare zu schreiben. Ein Zeitungsportal, in dem man einfach suchen kann, in dem man etwas findet, wo kein Kontext mehr da ist, das wird uns alle umtreiben, was da für Reaktionen kommen, was da passiert. Das Gleiche gilt für unsere vergriffene Werke-Digitalisierung. Wir nehmen Werke, die bei uns nicht mehr nutzbar sind, weil sie zerbröseln, und wir digitalisieren die und dann gucken wir, können wir sie lizenzieren. Auch da genau das Gleiche. Über einen Katalog suchbar, findbar, anschaubar und dann ohne Kommentare, und das kann wirklich, wir gucken schon ein bisschen drauf, aber wir sagen ja immer, es ist ein Massengeschäft, was wir da machen wollen. Wir wollen nicht auf jedes Wort in einem Sammelwerk gucken müssen bei diesem Massengeschäft. Und deshalb, da gibt es ganz, ganz viele wunderbare Themen, deshalb Gratulation. Ja, und ich würde drei, einfach als das Ganze in drei Dinge zusammenfassen. Den öffentlichen Auftrag ernst nehmen. Bei uns heißt das immer öffentliches Geld, öffentliches Gut. Die Einrichtungen, die von der Allgemeinheit finanziert sind, müssen Material erzeugen, das der Allgemeinheit auch gehört. Insofern sind wir da, glaube ich, auf einer Linie. Das Zweite ist mutig sein, Risiken abschätzen. Da haben wir hier viel gelernt. Es grenzt ja an eine achtjährige Fortbildungsreihe, die wir hier gemeinsam realisiert haben. Und das Dritte ist dann tatsächlich Pragmatismus, dass von dieser Ausgabe, wenn das noch dazu kommt, dann sieht es, glaube ich, in der Zukunft deutlich besser aus. Ja, vielen Dank. Sie bleiben jetzt alle sitzen, bitte. Denn was jetzt kommt, das muss wirklich sein. Ich möchte mich bedanken und ich glaube, das tue ich auch im Namen von Ihnen allen, bei denjenigen, die diese Konferenz hier möglich gemacht haben. Ich fange diesmal mal etwas anders an, bei Menschen, die wahrscheinlich niemand von Ihnen mit Namen kennt, bei Tobias Schmidt und Steffen Kromm. Denen verdanken wir nämlich, dass wir hier zu hören sind und dass sie mich sehen können, denn die haben die Technik hier im Haus gemacht und, ich möchte das nochmal betonen, in einer Weise gemacht, dass sie immer funktioniert hat, sogar wenn sich mal die Reihenfolge der Referenten geändert hat. Herzlichen Dank dafür. Danke an Lisa Eirich, die hier für die Nationalbibliothek alles organisiert hat. Ich fange jetzt mal hier im Haus an, weil dahin von dem Haus hier, von der Deutschen Nationalbibliothek, dem verdanken wir sehr viel. Stefan Jockel hat die Fotos gemacht. Wir haben heute Morgen auch schon Fotos gesehen. Es begann ja schon vorgestern mit der Einleitung und Führung durch das Exilarchiv. Dank an Silvia Asmus und Jörg Hasenklever und auch an die
beiden Kollegen, die die Führung gemacht haben, Theresia Biel und Jesko Bender. Und natürlich und stellvertretend für das Haus einen ganz großen Dank an Elisabeth Niggemann. Ich glaube, wir haben doch, ja, wir haben einen Blumenstrauß, ne? Den überreiche ich im Namen von Ihnen allen und für das Haus. Elisabeth, herzlichen Dank. Ich danke außerdem, ich bleibe jetzt mal stehen, ich danke außerdem noch allen Referentinnen und Referenten. Ich will das auch noch mal betonen, das ist eine besondere Konferenz. Keiner der Referenten hier bekommt jemals ein Honorar. Alle, die hierher kommen, tun das als Überzeugungstäter. Und ich glaube, das merkt man dem Ganzen auch an. Es ist ein großes Engagement. Herzlichen Dank an alle Referenten. Ich werde sie nicht alle aufführen. Das würde zu lange dauern. Aber vielleicht die Partner doch mal noch zu nennen, die hier dahinter stehen. Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz, DIGIS, die Servicestelle Digitalisierung in Berlin, besonders Beate Rusch, das Bundesarchiv, Herr Hollmann, herzlichen Dank. Das Jüdische Museum Frankfurt, insbesondere Miriam Wenzel, Deutsche Digitale Bibliothek, Frank Frischmuth, herzlichen Dank. Das DFF, ich muss mich jetzt immer zusammenreißen, dass ich das richtig sage, weil das ist ja gerade erst umgenannt worden, das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum, insbesondere David Kleingers für die Organisation und auch den tollen Abend gestern mit den Restaurierungen und der Einführung von Anke Meerbold, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und hier insbesondere Monika Hagenon-Saupe, die das wieder für die Stiftung alles gedeichselt hat, die Stiftung Historische Museen Hamburg, Wikimedia Deutschland, insbesondere Lili Iljew und John Weizmann und das ZKM Karlsruhe. Wir sind auch wunderbar verpflegt worden. Herzlichen Dank auch an Robs Kulinarium und Herrn Nachreiner. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass das Essen so gut ist. Ich hatte ja erst Angst gehabt, das ist der Host-Caterer, ob das was ist, aber es war richtig toll. Es war richtig gut. Wir hatten ein studentisches Filmteam, Sie haben es gesehen, herzlichen Dank an das studentische Filmteam der Uni Frankfurt und insbesondere an Igor Karim, der das Ganze organisiert hat. Und wir werden relativ bald auch sehen, was an kleinen Filmchen dabei rausgekommen ist. Dank an die studentischen Helfer für Registrierung und Begleitung. Ich nenne sie alle, Sophia Crespo, Elena Hahn, Jessica Menger, Valentina Petermann, Fabian Wistuba und Miriam Bindel, herzlichen Dank. Und last but not least, ganz herzlichen Dank an Anna Heinzmann. Sie hat es wieder alles organisiert, sie hat die Registrierung gemacht, sie hat das Hotel gemacht. Sie hat die gesamte Orga gemacht, natürlich zusammen auch hier mit dem Haus, aber ohne sie würden wir hier alle nicht sitzen. Ganz herzlichen Dank, Anna, großartig. Und so kann ich nur enden und sagen, bleiben Sie uns gewogen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis und jetzt dahin. Bleiben Sie bitte noch einen Moment sitzen, weil er darf das ja nicht selber machen. Aber wir danken natürlich vor allem Paul Klimpel, weil er ist die Seele vom Geschäft. Und ohne ihn wird das hier überhaupt gar nicht erst passieren. Ganz, ganz herzlichen Dank und einen Riesenapplaus für Paul Klimpel. Applaus